sofort eure Motoren an. Es geht wieder weiter mit Mario Kart 8 Deluxe. Wir werden heute wieder weitermachen wie gewohnt. Und ja, wir werden heute mit dem Wiggler fahren. Meiner Meinung nach eines der unnötigsten Charaktere neben der Bienenkönigin. Aber was soll's? Den wilden Wiggler, dem Schwammreifen und dem Blumenkleider. Ich habe mir halt gedacht, ja, das passt so mehr oder weniger zu dem Wiggler hier. Und ja, und ich fällt gerade auf, ich habe, glaube ich, im letzten Part die Stats von Mutante Iranias Kater nicht gezeigt, ne? Ups! Naja, ihr könnt das, könnt die Kombination ja selber ausprobieren und euch die Sätze selber anschauen. Naja, wir werden hier im Doppelkirschen Cup hoffentlich mit Wiggler eine gute Platzierung bekommen. Und ich hoffe auch den Goldpokal und vielleicht sogar 3 Sterne, wer weiß. Heute geht's nach Los Angeles und zwar auf die Strandpartie. Wieder eine Strecke von Mario Kart Tour und ich persönlich finde die Strecke sehr schön. Einer der besten Tourstrecken meiner Meinung nach. Wenn nicht sogar die beste, wie ich finde. Die ist auch sehr groß. Und die Musik ist auch super. Ja, Los Angeles, wunderschöner Platz. Zum Chillen und einfach zum Entspannen. Und unser Wiggler hier ist auch gespannt, wie es hier verlaufen wird. Aber gerade hat er schlecht gedriftet. Ich hoffe, dass das sich bessert. Ja, natürlich fahren wir auf dem Wiggler-Kart. Ist doch logisch. Und endlich ist der Traum von jedem Mario Kart-Spieler wahr geworden. Mit einem Wiggler auf einem Wiggler zu fahren. Oh Mann. Ja. Tatsächlich habe ich... Oh Gott. Tatsächlich habe ich ja schon erwähnt, dass Wiggler meiner Meinung nach eines der unnötigsten Charaktere im ganzen Mario Kart-Universum ist. Tatsächlich gab es Wiggler schon mal und zwar in Mario Kart 7. Warum auch immer er als fahrbarer Charakter hinzukam. Als ob Wiggler so cool ist. Ja, es ist ein cooler Gegner, aber... Ob das jetzt wirklich worth it ist, dass er sogar in Mario Kart reinkommt, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, es... Ich meine, es war ja schon toll genug als... Aber ist, glaube ich, eine Abkürzung. Es war ja eh schon toll genug, als damals in Super Smash Bros. Ultimate die Piranha-Pflanze reinkam. Haben sich ja auch einige verarscht gefühlt. Aber lustig war es auf jeden Fall. Aber Wiggler, weiß ich nicht, ne? Aber naja, wollen wir uns nicht darüber Kopf machen... Ist immer ein cool, dass er dabei ist, aber gebraucht hätte man ihn jetzt nicht unbedingt. Dann hier geht's in eine Baustelle oder so rein. Oder eine Fabrik oder so. Und ja. Naja, also so Urlaubsorte wie Los Angeles hätte ich auch mal Bock zu besuchen. Würde ich mir auf jeden Fall lustig vorstellen. Könnte was werden. So, ansonsten, die Strecke war eigentlich ziemlich cool. War jetzt vielleicht nicht atemberaubend so, dass das jetzt die beste Strecke von allen ist, aber ist auf jeden Fall richtig nice. Und ja. Jetzt... Gehen wir zur Sonnenuntergangswüste vom GBA, vom Mario Kart Super Circuit. Und ja, tatsächlich ist hier die Strecke ein bisschen anders gemacht worden als, jetzt sicher optischen, übertreibt den Turnier mal mit dem GBA-Strecken. Aber, und zwar ist hier nämlich ein Feature verloren gegangen. Und zwar, normalerweise hat man tagsüber in der ersten Runde auf der Strecke gestartet. Dann in der zweiten Runde wurde es halt wie jetzt hier in einem Sonnenuntergangsflair gemacht. Und dann, wenn es dann die dritte Runde kam, wurde es dann in dieser Strecke Nacht. Hier ist es tatsächlich nicht mehr so, warum auch immer. Angeblich meinte Nintendo, dass die Engine das irgendwie nicht richtig nachprojizieren kann. Und dass es Probleme mit Schatten und so gäbe. Hä? Warum? Also, ich persönlich finde, dass eine billige Ausrede ist. Weil,
es ist also möglich, also unmöglich ist es nicht. Ich meine, selbst Mario Kart Modder kriegen das hin. Aber Nintendo nicht? Wollt ihr mich verarschen? Ich meine, Nintendo müsste das sogar besser wissen. Die da so viele Programmierer und so haben, die mächtiges Wissen haben. Aber dass sie mit so einer billigen Ausrede kommen, ja, wegen den Schotten und so, funktioniert das nicht. Finde ich das schon ein bisschen, ja. Ja, dreckig. Aber naja. Vor allem sieht die Strecke wunderbar aus. Selbst ohne dieses Feature sieht die Strecke wundervoll. Ich mag sie auch tatsächlich sehr. So. Pauline, geh mal bitte weg. Ist auch geil, wie die Musik dann immer wieder abgeht. Die Musik ist auch toll. Oh, Scheiße. Der Scheigeist. Geh mal weg hier. Ah ja, und die droppen, glaube ich, sogar Münzen. Bin mir gerade nicht sicher. Hallo Rupert, falls irgendwas passiert, aber ich bin guter Dinge, dass nichts passiert. Okay. Aber auf jeden Fall noch Glück gehabt am Ende. Hätte ja auch schlimmer kommen können. Koopa Cup. Einer der besten Strecken von Mario Kart Wii. Mit Blätterwald zusammen. Und Vulkankrollen. Muppigstraße vielleicht noch. Sehr, sehr, sehr gute Strecke auf jeden Fall. Habe ich damals auch ziemlich gemockt. Und heute mag ich sie auch noch sehr, auch in der neuen Variante von Mario Kart 8 Deluxe. Klar ist das nichts so Besonderes, aber für diejenigen, die halt mit der Wii aufgewachsen sind, bei Mario Kart Wii ist es halt was anderes, ne? Für mich ist es halt einfach Nostalgie pur. Weil es halt einfach schön ist. Und ja, ist doch was Normales. Auch das hier mit der Unterwasserpassage finde ich wunderschön. Ich glaube, die haben hier auch wieder die Variante von Mario Kart 7 genommen. Finde ich auch optisch hübscher. Und was mir aber tatsächlich sehr ins Auge fällt, was einigen wahrscheinlich aufgefallen ist, sind, dass diese Elektro-Räder verschwunden sind. Und das sogar schon seit Mario Kart 7. Da wurden sie wahrscheinlich auch, glaube ich, sogar entfernt. Verstehe ich nicht, warum. Ich meine, das hat die Strecke und umso mehr beliebter gemacht und besonders gemacht. Wenn man da halt auch ein bisschen ausweichen musste und ein bisschen aufpassen musste. Aber dass sie das entfernt haben, verstehe ich echt nicht. Oder sie haben es einfach nur vergessen. Das kann natürlich auch sein, aber das glaube ich nicht. Der ist schon ein bisschen komisch. Jetzt habe ich außerdem mein Mikrofon gehauen. Ich hoffe, es hört mein Video nicht. Ich muss mich nämlich gerade ganz kurz kratzen. Boah, ihr kennt das doch bestimmt. Ihr müsst immer in solchen Momenten euch immer an die Nase oder so kratzen. Wo es gar nicht passt. Das ist richtig widerlich. Ja. Ich glaube, Koopa Cup soll auch so ein bisschen mehr ein Schwimmbad oder so darstellen. Ja, keine Ahnung. Nachher so Schwimmbäder sind halt eigentlich auch was Feines, ne? Aber ich gehe halt nicht mehr so gerne in Schwimmbäder rein, weil die halt nah an ekelhaft sind. Du weißt, wäre ja schon alles. Ja. Ich gehe lieber eher in. Freibäder. Nicht in Schwimmbäder, wo. Also eine Halle, sondern wirklich in so Freibäder, wo du halt wirklich so ein Teich oder so hast oder so ein See. Also Natur halt. Aber in so Schwimmbäder gehe ich nicht mehr so gerne rein, weil ich ja auch schon schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also von Person her. Und das war halt nicht so geil. Jetzt geht's nach Vancouver. Ist auf die Wildfahrt. Diese Strecke hier, meiner Meinung nach, ist die beste von Mario Kart Tour.
Auch wenn ich Mario Kart Tour tatsächlich nicht aktuell verfolgt habe, aber trotz allem finde ich die auch hier im Booster Shack Pass optisch sehr schön und sehr nice. Ach ja. Auch die Musik ist wunderbar. Ja, es ist hier schön mit Schnee bedeckt alles. Ich lieb's. Sieht einfach nur wunderbar aus. Also ich bin ja, was sowas angeht, ja auch eine heftige Grafik. Das will ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber ich bin halt so ein richtiger Grafik-Dude, wenn es um Grafik geht. Ich liebe es einfach. Optisch, was richtig nice aussieht. Ist einfach zu nice. Ah, es geht hier lang. Ah, und wie ihr schon merkt, die wird ein bisschen mehr mit Jahreszeiten gespielt. Herbst wird hier vorkommen. Und Winter. Ist auf jeden Fall ein bisschen anders da. Ah, verdammt. Hier eine Schlittschuhbahn gibt es auch. Vancouver anscheinend. Wow, die Bombe. Die war knapp. Sieht aber alles wirklich, wie gesagt, wunderschön aus. Ist einer der besten Strecken auf jeden Fall. Jetzt geht's hier unten rein. Anscheinend wird hier doch nicht so mit Jahreszeit gespielt. Und ich muss mich an der Nase kratzen. Ich verdammt mein Leben. Ich muss aushalten. Verdammt. Es kratzt. Okay. Ah! Ist das schlimm? Gerade eben, wo ich doch davon gesprochen habe. Boah. Ich habe auch das Gefühl, an der Nase ist das am schlimmsten. Dass du am Kopf oder am Bein ist, ist kein Problem. Da kannst du ja unten gerade mit dem anderen Bein da so. Aber, Digga, als wenn du das im Gesichtbereich hast oder halt am Kopf irgendwo, ist das schon nervig. Also, ja. Ja. Da wurde mir das am Ende noch zum Verhängnis, aber naja, wir haben es geschafft. Dennoch hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat und ich hoffe natürlich auch, dass wir beim nächsten Mal wieder einen Freifahrtschein haben, dass wir auf jeden Fall weitermachen können mit den aktuellen neuen rausgekommenen Wellen. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn wir sie machen. Lasst ein Like da, kommentiert das Video schön, lasst ein Abo da, drückt die Glocke an, damit ihr nichts auf jeden Fall verpasst. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!